herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier gerade dabei, das Holz vom Harry, vom Jürgen voll wegzufahren. So, da sehe ich auch was. Ich ruf mal gerade den Hans-Peter an. Klingelingeling. Ja. Hallo Hans-Peter. Hallo. Ich hatte doch den Anhänger eigentlich mit Breitreifen bestellt, oder? Nein. Sie sind ein ganz schöner Abzocker, wissen Sie das? Sie haben die nicht mit Breitreifen bestellt. Ja, sie haben ja die Option auch. Sie haben gesagt, es gibt's, aber als es um die Bestellung ging, haben sie gar nicht nachgefragt. Muss ich extra noch zu Ihnen kommen und den nochmal konfigurieren lassen. Ja. Haben sie gut eingefädelt. Können Sie das nicht sagen? Sie hätten mich ja darauf hinweisen können. Ich habe Ihnen gesagt, dass es das auch mit Freitreffen gibt. Ist okay. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. So ein. So ein Handy. Ich meine jetzt folgendes. Ich lasse die Reifen vom Jürgen draufziehen. Ey. Kein Bock da. Hans-Peter noch mehr Geld in den Arsch Rachen zu schieben. Hallo? Hallo? Du, habt ihr doch vorhin erzählt, dass der Hans-Peter da wegen den Rädern von dem Anhänger. Mhm. Kannst du die mir auch drauf machen? Ja. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Ding, zum Sägewerk. Dann würde ich auf dem Rückweg bei dir vorbeifahren. Hast du die vom Hans-Peter mitgebracht? Nee, ich würde die lieber über dich bestellen. Für mich? Ja, dem nochmal hier Geld in den Rachen werfen, darauf habe ich keinen Bock. Jo, mach ich. Okay. Stell die. Jo, und die dann. Haben sogar das Glück, warte, gucke. Sache. Hast Glück? Wir haben sofort Lieferung. Ja, das ist super. Okay. Gut, dann bis später. Ciao. Du, warte. Wie ja. viel Uhr denn ungefähr? Wie viel was? Uhr? 10 Minuten, 15 Minuten. Okay, dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Ich bin beim Sepp oben. Ja, ich bin gerade beim Sägewerk. Muss jetzt noch verkaufen. Jo. Gut, bis dann. Ciao. Ciao. Na, wendig ist das, die Kombination hier. Ganz schön. So. Okay. 31.000, ey. 31.000 vom Jürgen geschenkt bekommen. Das ist natürlich geil. So, dann fahre ich mal gerade zu dem rüber. Macht er mir da hinten Breitreifen drauf, ohne dass das etwas mitkriegt, und dann ist perfekt.
kann ich da rein? Nee. Ich muss vorne reinfahren. Hoppala. Ach. Hallo Jürgen. Willst du anfangen oder soll ich? Wo muss dann hin? Einmal hier. Okay, ja, dann krieg ich rein. Sollte ich zumindest, hoffe ich mal. Naja, das können wir noch ein bisschen üben. Also ich finde es richtig Abzocke von dem. Sehr viel Felgen. Ja, die billigsten aus China. Du ausgegangen? Bei mir? Ja. Nee, ich musste nur vorne gucken wegen Düngestreuer. Wegen dem Brandschutzmittelstreuer. Jo, guck mir mal den ab. Den Anhänger fahren wir vor. Ne, wie geht's so? Geht so? Jo. Ach, ja, dann wechsel mal. Ich geh mal gerade um die Ecke. Ich geh mal gucken, was denn der Neumann macht. Jo. Förderbänder aufstellen würden. Das können sie ruhig machen. Keiner da. Volker? Hallo? Hallo, hier ist der Norman. Ich sehe Kameraüberwachung. Nee, sie haben gesagt, dass ob noch jemand da ist und ich habe sie erkannt an der Stimme. Ja, wo bin ich denn hier gelandet jetzt? Ich glaube, ich habe mich verwählt oder so. Bis dann. Bis dann. Also irgendwem, dem du mal was gebaut hast und irgendwo was geht. Kann man gucken, was der hier noch alles so am Laufen hat, der Kollege Neumann. Pflanzenschutzmittel hat er schon angefangen. Schweinefutter hat er nicht. Noch nicht. Okay, was hat er hier? Mischfutter, da hat er schon mal Heu drin. Okay. Ist sehr interessant. Heu hat er schon einiges. Was hat er hier hinten? Düngerproduktion. Volker jetzt. Jürgen! Hast du mich gerufen? Volker! Jürgen! Ich komm, warte! Ich bin fertig. Ich muss kurz was gucken. Was ist denn das hier? Kalk, okay. Okay. Oh, krass. Du Jürgen? Hm?
Das Lohnunternehmen, das hat ja ordentlich was zu tun hier mit dem Landhandel. Was die da Ja. alles machen müssen. Hast du eine Ahnung, was der noch alles braucht? Nee, leider nicht. Weil ich überlege gerade, ob ich mir da vielleicht das eine oder andere Grundstück noch kaufen soll, damit ich da ein bisschen in die Forst, in die Landwirtschaft noch mit einsteige. Weißt du, und dann könnte man da vielleicht noch was starten. Ja. Muss ich mal gucken. Aber der Harry hat ja auch noch einen Auftrag für mich, aber den mache ich, glaube ich, erst nächste Woche. Habe ich heute Vielleicht keinen. finden wir uns da zusammen, wenn du Landwirtschaft machst. Kann ich dir zwischendurch mal helfen, weil wir kriegen so langsam nicht mehr so viele Aufträge rein. Ja. Manche Leute haben ja schon fast alles oder kriegen jetzt nach und nach alles. Wenn jetzt alle nochmal alles haben und wir fast gar keine Aufträge mehr kommen, wollten wir auch Landwirtschaft anfangen zu machen. Ja, das bietet sich an. Vielleicht könnte man da zusammen was machen. Meinst du einen größeren Hof oder sowas nehmen? Nee, einfach eine Wiese, eine gerade, wo wir einfach einen Kuhstall drauf tun und eine Halle vielleicht. Und dann einfach Kühe betreiben zusammen und den La oder den Landhandel versorgen zusammen. So, nee, Kühe habe ich keine Lust, die stinken immer so. Keine Lust? Nee, die stinken nicht so arg. Ja, wir könnten auch natürlich den Landhandel immer versorgen. Das hatte ich mir überlegt, ob ich dem ein bisschen unter die Arme greifen soll. Und vielleicht Gülle und Mist mit Schweinen produzieren für den Landhandel. Ich glaube, den braucht er noch. Das muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Ich wollte eigentlich irgendwas Biologisches machen. Mit schnellem Ertrag. Ja, können uns ja da mal Vielleicht beraten. Zusammen. Wir können ja. Textilbekleidung oder so, weißt du? Dass man da irgendwie. Ja. Weißt du, dein Hemd sieht auch schon nicht mehr so gut aus. Sieht ein bisschen verratzt aus, dann müssen wir. Eins. Ja, ich bleib ja auch manchmal an Schrauben und so hängen. Hey, beim Bauhof, ey. Ja, das ist immer doof. Kann man Deshalb, wenn man neu da kaufen, du. irgendwie. Ich weiß nicht, muss mal gucken, ob mir da irgendwas einfällt. Aber ich melde mich dann bei dir, wenn es soweit ist. Okay, warte mal. Hast du so ein Silo im Angebot für Gras und so? Fahrsilo, ja klar. Ja, genau sowas meine ich, wo man Welches reinfahren denn? kann. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was gibt's? Klein. Costa Quanta, was geht denn da rein und was kostet's? Reinkriegen musst du gucken, wie viel du da reinkriegst. Okay. Geht eigentlich ganz viel rein. Ich glaube, kannst du über 500.000 Liter reinpacken. Okay, das müssen wir mal am Montag mal gucken. Ja. Vielleicht können wir uns nachher noch unten treffen bei mir. Dann können wir da schnell Ja. mal gucken, wo wir das hinplatzieren können. Also wo Platz dafür ist. Aber wir können runterfahren. Dein Traktor ist fertig. Jo, dann mache ich mich mal auf den Weg. Reifen schenke ich dir. Ah, das ist supi. Ja, das sieht viel besser aus, ey. Danke. Jo, hast du dem gesagt, welche Reifen da drauf kommen? Er sagt, nee, ich hätte ja nichts gesagt. Dann sage ich ja, er hat mir nichts angeboten. Weißt, der hat mir zwar 2 Wochen, einen Tag vorher gesagt, ey, das gibt's und das kannst du. Kostet 600 mehr, aber angeboten hat er es mir nicht. Jetzt sieht besser aus, ey. Ja, viel Den besser. LKW-Scheiben da, ey. Den Ja. LKW-Reifen, ne. Erstmal, da kommst du doch nicht durch die Länder durch. Gut, also bis gleich, gell? Jo. Ciao, Du. pass auf. Ah. Jürgen? Olga? Du komm mal kurz hier vor dein Tor. Ja. Also wenn dir einer was Böses will, gell, dann zeigt er dich an wegen dem Schild da. Warum? Ich hab's mir auch schon überlegt, weil man nicht sieht, ob da was kommt. Das Schild steht genau auf der Höhe, wo man sieht, ob da einer angeschossen kommt. Das solltest du vielleicht mal auf die andere Seite machen. Und da Ja. irgendwie gerade an die Wand. Musst du mal überlegen.
Also ich ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Da sieht man nichts. Ja, Warte, was ist denn hier unten, wenn man da Tiere macht? Also wie gesagt, ich sehe überhaupt nicht, ob da einer kommt. Hier unten an die Wand. So an die Wand, dass wenn man von hier kommt, dass man sieht, aha, Land, Handel als erstes und dann kommt, Bauhof. Weißt du? Dann fährt Achtung, man der Hans-Peter kommt. Ich finde das sehr gut. Der ist auch ein 1050. Sieht so aus. Nachmacher hoch 8, wa? Angeber halt. Nachmacher da. Naja, ich muss mal weiter, gell? Brauch die Karre dann. Gleich Abendessen daheim. Ciao. Jo, ich hab jetzt gleich auf Abendessen. Komm jetzt mit. Komm, fahr die hinterher. Guten Tag. Hallo und tschüss, ich muss weiter. Wahnsinn! Ich muss mal einschalten, ob der Volker oder so da drin ist. Hallo? Wie der gebrüllt hat, fahren Sie, ne? Wie der mich gerade über... Überholt hat er dich, wa? Ja, überholt, hab ich doch gerade gesagt. Kam das nicht an. Nee, nur über. Achso. So, du, ich wollte heute Abend grillen, kannst du mitessen? Oh ja, gerne. Ein paar Steaks habe ich da und Geflügel. Bratwürste, die sind richtig lecker. Ja, da bin ich dabei, du. Das Bier habe ich auch immer dabei, ne? Frag mich, was der mit dem 1050 jetzt will, der Typ. Keine Ahnung, Kapitalanlage wahrscheinlich. Der braucht den doch eh nicht. Gut aussehen, mehr nicht. So. Jürgen. Yep. Ich hab doch gemeint, du sollst mir noch einen Zaun, glaube ich, um meinen Garten machen, oder? Nee. Nicht? Das könnte man noch machen. Dann könnte man nachher oder morgen dann aufstellen. Machen wir morgen erst. Ja, mach mal morgen. Dann bestelle ich den. Jo, mach mal. Jetzt gleich. So, Freunde, aber in diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuschauen. Gerne bei meinen Zuschauern bei Jürgen RaceX YouTube, Dark RaceX YouTube vorbeischauen. Und meine beim Wahuna LP. Und bleibt dran, haut rein und bis morgen. Tschüss. Ciao.